Einen virtuellen Rundgang durch die schöne Marlin Lodge. Das hinter mir ist offensichtlich der Strand. Sieht ganz gut aus. Hier haben wir einen kleinen Lounge-Bereich. Hier unten geht es wieder zum Strand. Hier vorne ist der Pool. Da ist auch Strand. Hier hinten, wo die Schirmchen sind, wo gerade die Gläser gebracht werden, da ist eine von mehreren Beachbars. Der Pool. Und da hinten, ich hoffe, man kann es sehen, da etwa, sind nette Menschen am Strand, die Fische gefangen haben, und das sind die, die heute Abend auf meinem Teller landen. Kleine Sitzecke. Das ist Teil des offenen Decks des Restaurants. Will ich jetzt nicht zu nah dran gehen, da sitzen Leute, ich möchte niemanden belästigen. Noch ein paar Sitzecken. Kleiner diskreter Schwenk zur Bar. Und da geht's dann wieder zum Strand. Im Moment ist wieder Ebbe. Das heißt, der Strand wird immer größer. Und bei Flut ist dieses Boot, was jetzt im Strand liegt, dann wieder so im Wasser, dass man es benutzen kann. Und wenn man vom Strand zurückkommt, dann kann man sich in diesen Schüsselchen hier die Füße abwaschen, damit man den Sand nicht mit ins schöne Zimmer nimmt. Und da sind dann die Chalets, und eines von denen ist dann auch meins. Kann man es aushalten, wa?